Leute, kommen. Vielen Dank. Was für ein Wahnsinn. Jetzt tun Sie doch nicht so. Mensch, was ist denn hier schon wieder los? Herr Lieber, guck dir mal, hören Sie, was hier los ist. Bitte, komm. Unglaublich. Das haben wir ja, ja schon lange nicht mehr so gehabt. Guten Abend, da sind wir wieder. Ja. Boah. Ja. Was ist denn hier los? Was ist mit Ihnen los? Warum sind Sie denn so euphorisch aufgekratzt heute? Es ist klar, heute war die konstituierende Sitzung des Bundestages. Wow, ja, da hatte ich auch Gänsehaut. Der Gröbatz, der größte Bundestag aller Zeiten. Ich meine, das war auch spannend, wirklich? Oder? Die CSU wollte nicht neben der CDU sitzen, die Grünen nicht neben der FDP, niemand neben der AfD und die Linke nicht neben Sarah Wagenknecht. Aber immerhin, bei den Sondierungsgesprächen, da ist ja eine richtig gute Stimmung. Ja? Sondier oder zu mir? Ja? Wenn da mal nicht in 9 Monaten eine Regierung draus wird. Ja, Oder später, ja. Die FDP übrigens fordert ganz aktuell eine Steuererhöhung für Konzerne. Die FDP. Was ist denn da los? Die FDP, wenn die jetzt noch Hartz IV aufsetzen wollen, dann ist das nicht mehr mein Land. Ja. Das versteht man dann gar nicht mehr, ne? Und hier selbst Wolfgang Bosbach wäre da gar noch mit dabei, ne? Heute Morgen wurde Bosbach beim Bäcker mit dem T-Shirt hier gesehen. Meine Kollegen waren bei Sondierungsgesprächen und alles, was sie mitgebracht haben, war dieses scheiß T-Shirt. Gibt's nicht. Sehr gerne dabei. Aber was mich beruhigt, Wolfgang Kubicki ist mit dabei. Ja. Ja, und der hat ja mal gesagt, ich will nicht nach Berlin, da werde ich zum Säufer und zum Hurenbock. Ja, schön, dass er endlich bereit ist für diesen Karrieresprung. Ja. Berlin wartet, ja. Da bin ich mir sicher. Berlin wartet. Das ist eine sichere Sache. Ja. Wenn man das mal versucht, irgendwie einzuordnen, Sondierungsgespräche sind ja so zwanglose Treffen, so eine Art Fraktionstinder. Ja. Für Elitepartner ist der Bundestag einfach nichts. Nee. Und Jamaika ist, auch wenn man ehrlich ist, nicht mehr als eine Vernunftehe, um Neuwahlen zu verhindern. Eine Vernunftehe mit Horst Seehofer, damit ich noch mal gewählt werden muss. Ja? Da kannst du dich auch mit dem Kopf unter den Rasenmäher legen, damit du nicht mehr zum Friseur musst. Ja, das stimmt. Ja, aber es wäre gar nicht schlecht bei dir. Ja, muss ich einer sagen. Hat's also, verstanden. Ja. Wird nichts schaden, Herr Catweasel. Wie gut, dass trotzdem weiterhin engagiert Politik gemacht wird. Ja, zum Beispiel von Merkels ausrangierten Toyboy, Thomas de Maizière, der, ja, so sieht er aus. Der hat ja einen muslimischen Feiertag gefordert. Nein, das hat er nicht gefordert. Das muss man immer wieder betonen. Nein. Er hat zwar gesagt, dass er dafür offen sei, einen muslimischen Feiertag zu etablieren, aber wer daraus schließt, dass er dafür offen sei, hat ihn falsch verstanden. Ich glaube, man darf einfach nicht versuchen, Thomas de Maizière zu verstehen. Da fängt der Fehler schon an. Und viele, die jetzt aufschreien, ein muslimischer Feiertag, da geht bei uns alles kaputt. Dann geht die Welt unter. Ja, die sollten mal dran denken, dass ein Feiertag ein arbeitsfreier Tag wäre. Ja, und wenn der Feiertag dann nur muslimisch ist, heißt das, die bucklige Verwandtschaft kommt nicht vorbei. Wieso eigentlich nur einen, frage ich mich da. Ja, wenn dann alle, Beginn des Ramadan, 3 Tage Zuckerfest, 4 Tage Opferfest. Geburtstag des Propheten, islamisches Neujahrsfest, Aschurafest, schon mal 11 freie Tage im Jahr mehr. Moment, die jüdischen Feiertage nehmen wir auch noch Jawohl, mit. Und der Buddha-Tag Ende Mai auch noch. Und die Hinduisten und die russisch-orthodoxen nicht vergessen, die feiern nicht nur Weihnachten, sondern auch am 20. Dezember die Vorweihnachtsfeier zu Weihnachten. Ja, und vor allem wegen des russischen Kalenders findet das Ganze ja nicht im Dezember, sondern im Januar statt. Da feiern wir 2 Mal. Warte mal. Ich rechne das mal zusammen, macht am Ende zusammen 45 Tage. Boah, 45 Feiertage. Ja? Nee, 45 Tage, an denen noch gearbeitet wird. Ja! Das wäre doch was. Guck mal, es geht Man doch. Man muss das mal so sehen. Ja, natürlich. Es ist für alle. Und, mal ehrlich, ich verstehe das manchmal nicht. Diese auch nicht. Ganz ehrlich, was wäre denn das Schlimmste an einem muslimischen Feiertag? Ja gut, dass die Dönerbuden zu sind. Ja, das ist, Jetzt aber genug. Freunde, beruhigt euch vom frustrierenden Klein-Klein der Bundespolitik. Ist denn sonst nichts passiert? Ja, der Weltkrieg steht vor der Tür. Ja, Grüße. Ja. Donald Trump droht Nordkorea mit nichts weniger als totaler Zerstörung. Das sind die beiden. Das Schlimme ist ja, dass bei Trump nichts mehr wundert. Der ist so drüber, egal was er macht,
oder was er sagt. Man zuckt mittlerweile mit den Schultern und sagt, ah ja, so ist er halt. Ja, wie der verrückte Onkel, der bei der Familienfeier schon beim Frühstück mit der Schnapsflasche ohne Hose auf dem Tisch stand. Ja, ja, die, ne? Ja, aber man sieht seinen Penis. Ah ja, so ist er halt. Ja. Nur, dass der Trump statt der Schnapsflasche den Atomkoffer in der Hand hat. Ja, so ist er halt. Da telefoniert der sensible Weltenlenker mit der Witwe eines gefallenen Soldaten und sagt ihr doch allen Ernstes, ihr Mann wusste ja, worauf er sich einlässt. Aber ich nehme an, es tut trotzdem weh. Ja, komm mal, die soll mal froh sein, dass er angerufen hat und nicht getwittert. Ja? So weit sind wir schon. Ja, wenn er sich ausnahmsweise nicht wie die Axt im Walde benimmt, heißt es inzwischen schon, guck mal, der ist ja fast präsidial. Ja, ist alles eine Frage der Relation. Das ist wie im Zoo. Wenn du da am Affenkäfig stehst und die Viecher bewerfen sich gerade nicht mit Scheiße, sagt man ja auch, guck mal, die sind ja fast menschlich. Ja. Idioten triffst du inzwischen überall. Sogar auf der Frankfurter Buchmesse. Ja. Triffst du den Höcke? Ja. So, wer war eigentlich Gastland bei der Buchmesse? Das Deutsche Reich. Ach so, ja. Ja. Aber zum Glück konnten die da ja keinen Nachwuchs rekrutieren. Ja, die lesen ja nicht mehr. Gefährlich wird's erst, wenn die Rechten bei der Gamescom aufmarschieren. Ja, jetzt verharmlos das mal nicht. Ja, allein im letzten Jahr gab es in Deutschland über 23.000 rechtsextreme Straftaten. Jeden Tag 64. Krass, das ist ja alle 20 Minuten. Also Nazi sein ist nicht nur dumm, sondern auch echt stressig. Ja. Für so ein Pensum. Müssen die sich wahrscheinlich noch den Wecker stellen. Schon wieder 20 Minuten rum. Radegunde, ich muss noch mal mit dem Baseballschläger raus. Ja. Laut Bundeskriminalamt fordert die rechte Gewalt seit der Wende 75 Tote. Ja, Moment aber. Es gab auch linke Gewalt. Denk an G20, ja, in Hamburg, da konnte man überall hören, linke Gewalt wird in diesem Land notorisch verharmlost. Also verschweig bitte nicht die Zahl der Toten durch linke Gewalt im gleichen Zeitraum. Null. Siehste, gerade mal 75 Unterschied. Naja, es kommt auch darauf an, wer zählt. Das BKA zählt 75 Tote, andere Organisationen 179. Ja, wie kann das sein? Sind da Leichen versehentlich im Reißwolf geschreddert worden? Nein, entscheidend ist, wie die Straftaten eingeordnet werden. Zum Beispiel der Attentäter, der in München 9 Menschen erschossen hat. Obwohl ihm rechtsradikale Motive nachgewiesen wurden, hat die Staatsanwaltschaft dies im Abschlussbericht als nicht rechts eingestuft. Ja, aber der wurde ja in der Schule auch gemobbt. Deswegen hatte der psychische Probleme. Entschuldigung, jeder Irre, der sich mit Alu Akbar in die Luft sprengt, ist eine terroristische Ausgeburt des Islams. Aber ein Rassist, der 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschießt, das ist ein Mobbingopfer. Ja, exakt. Exakt, ja. Ja. Ich muss da noch mal kritisch einhaken. Ja? Wer sagt denn, dass der Rassist war? Na gut, er hat Ausländer als Untermenschen und Kakerlaken bezeichnet. Man darf da nicht so vorschnell urteilen. Ja, wer ein Asylbewerberheim anzündet, wird schon unter Umständen ein rassistisches Motiv haben. Oder einfach einen schlechten Tag. Ja? Solche Einschätzungen überlassen wir zwei lieber mal den Behörden. Das sind nämlich Profis. Moment mal, wer sind Sie denn? Hans, Sherlock Hans, Bundeskriminalamt. Was denn? Bitte? Dr. Was denn? Kripo. Situationsbericht? Also, das Opfer ist Vater einer vierköpfigen syrischen Familie, Mahmoud. Sie sind vor 2 Monaten erst eingezogen und die Nachbarn berichten von Anfeindungen durch Neonazis. Also, das ist eigentlich ein ganz klarer Fall von rechter Gewalt. Nachbarschaftsstreit wegen Lärmbelästigung. Was? Dort liegt eine Sass und da drüben eine der Burka. Dem Zustand nachzuurteilen, sind die erst kürzlich gespielt worden. Das kann ganz schön laut werden. Deshalb der Angriff. Aber die Angreifer haben... Die Belästigten. Die haben eine 88 an die Tür gesprüht. Das ist in rechten Kreisen doch ein Zeichen für Heil Hitler. Dezibel. 88 Dezibel. 50 sind hier maximal erlaubt. Außerdem... war es schon nach 10 Uhr. Entschuldigung? Entschuldigung angenommen. Aber das sieht doch ganz deutlich nach einer recht klaren Sache aus. Eine zugegebenermaßen etwas aus dem Ruder gelaufene Reaktion auf Lärmbelästigung. Aber was ist mit dem Gottlob nicht in Brand geratenen Molotow-Cocktail? Cocktail ja, Molotow nein. Ein alkoholisches Getränk, Gastgeschenk, ein Friedensangebot. Aber das Tuch ist angebrannt. Die Belästigten haben im Flur die Türklingel nicht gefunden. Einer leuchtet mit dem Feuerzeug, der andere ist Allergiker, niest in das Taschentuch fliegt in die Flamme, fängt an zu brennen, sie löschen es in der Flasche. Mit der Flasche Alkohol? Was muss das für ein Lärm gewesen sein, dass selbst Buddhisten so brutal töten?
Buddhisten? Das ist eine Swastika, das buddhistische Symbol für Glück. Ein Zeichen der Reue an die Hinterbliebenen. Scheiße, Mann. Scheiße. Wer hatten Sie hier reingelassen? Leute! Ist das Yusuf? Ist der tot? Wann unternehmt ihr endlich mal was gegen diese scheißen Nazis? Jetzt mal nicht so vorstand, junge Frau. Der Fall ist klar. Es war gefährliche Körperverletzung im Affekt mit Todesfolge. Verdächtig sind? Buddhistische Allergiker aus der direkten Nachbarschaft? Gut kombiniert. Nee, ihr tickt doch nicht mehr richtig. Raus mit dir. Raus mit dir. Ey, das stelle ich alles online. Was ist jetzt das Wichtigste? Rasterfahren? Die Linke da wegsperren. Immer diese linke Gewalt. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm. Ach, das ist... Ich bin so ein bisschen schwermütig heute, Christoph. Ja? Ja, weil Trennungen sind ja besonders dann schmerzhaft, wenn bei einem Partner die Luft raus ist und beim anderen aber noch das Feuer der Leidenschaft brennt. Und wer ist jetzt wer bei uns in der Beziehung? Ich meine das ganz allgemein. Statt sich zusammenzuraufen, häufen sich Trennungen. Brexit, Katalonien will weg von Spanien, Grönland weg von Dänemark. Ja, und das ist ja nur der Anfang. Ein kleiner Überblick, welche Trennungen sonst noch bevorstehen, jetzt in unserer kleinen Separatismus-Vorschau. November. Sachsen kehrt der Bundesrepublik den Rücken. Der Versuch, Sachsen davon abzuhalten, schlug fehl, da er nie stattfand. Dezember. In Soltau gewinnen die Separatisten endgültig die Oberhand. Nach einer Zerschlagung von Soltau in 50 Fürstentümer, jeweils unterteilt in 10 Kantone und 6 übergeordnete Regierungsbezirke, entstehen die Vereinigten Staaten von Soltau. März. Nach einem halbherzigen Putsch der örtlichen Krabbenpuhler separiert sich Helgoland von Deutschland und gründet die Demokratische Republik Helgoland. Amtssprache ironisch. April. Aus der seelenlosen Bindestrichgeburt Baden-Württemberg wird Baden und Württemberg. 3 Tage später beruft sich Württemberg auf seine Urtradition und teilt sich selbst auf in Württemberg und Württemtal. Eine historische Sonderstellung genießt dabei die kreisfreie Stadt Baden-Baden in Baden. Das nördliche Baden von Baden-Baden teilt sich auf in Baden-Württemberg. Das südliche Baden heißt ab sofort Württemtal-Baden. Demnach heißt Baden-Baden fortan vollständig Baden-Württemberg-Württemtal-Baden. Oder im Volksmund Baden-Württemberg. Mai. Das Ruhrgebiet trennt sich von der Ruhr und heißt ab sofort nur noch Gebiet. Juni. Ihr jahrelanges Bündnis kündigen Jupp Heynckes und sein Hund Kando. Heynckes bleibt Trainer bei den Bayern, sein Hund übernimmt den 1. FC Köln. Da ist Stimmung wieder. Ich wusste es. Juli. Nach einem Bürgerbegehren gehört die Lüneburger Heide fortan zu Ecuador. August, die Bewohner der Berliner Allee in Düsseldorf fühlen sich als Berliner, Anwohner der Düsseldorfer Straße in Berlin als waschechte Rheinländer. Um Ausschreitungen zu verhindern, wird auf halber Strecke Hildesheim umbenannt in Rheinisch-Berlin. September, Göring trennt sich von Eckart und Eckart von Hirschhausen. Oktober. Getrennte Wege gehen fortan Huba und Buba. Huba macht weiter Kaugummis, Buba Kartoffelsalat. Und zu guter Letzt November. Die Uckermark tritt aus Mecklenburg-Vorpommern aus und bekommt ihre eigene Währung. Die Uckermark. Ja. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind doch mal junge, frische Ideen. Und die haben ja gerade Hochkonjunktur. Hallo, mein Name ist Gernot Schmidbauer. Ich suche Investoren für meine großartige Geschäftsidee und die steckt hier drin. Und darum begebe ich mich jetzt in die Hölle der Löwen. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Löwen. Das hier ist eine Weltsensation mit der Garantie auf grenzenlosen Profit. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Für 10 Millionen biete ich Ihnen 1% meines Unternehmens. Oh, da muss ich aber noch mal zum Geldautomaten. Ich nicht. Sie werden sich sicherlich alle fragen, Mensch, wie kam der auf seine Idee? Hm, eigentlich nicht.
Sie kennen sicher das Prinzip der ÖPPs, der öffentlich-privaten Partnerschaften. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Ah, Sie haben schon mal davon gehört? Nee. Also ÖPPs, das ist die Kommunen und der Staat und Privatunternehmen tun sich zusammen, um dann Wasserwerke und Schwimmbäder zu privatisieren. Ohne Autobahn. Oh, Autobahn geht gar nicht. ÖPPs sind aber ein Erfolgsmodell. Ja? Nehmen Sie zum Beispiel die Kollegen von der A1 Mobil GmbH. Die betreibt ja die neue A1 zwischen Hamburg und Bremen. Ja, tolles Erfolgsmodell. Die stehen doch kurz vor der Pleite. Ja, sag ich doch, Autobahn geht gar nicht. Ja, aber pleite gehen können die gar nicht. Jetzt machen Sie mich neugierig. Ja, die Mauteinnahmen reichen zwar nicht, aber da wird jetzt nachverhandelt. Ja, die wollen über 780 Millionen, ich glaube 787 Millionen Euro vom Bund Nachschlag. Und das sieht sogar gut aus, weil die können die A1 ja nicht einfach so dicht machen. Also wenn ich das richtig verstehe, wenn die GmbH Gewinne macht, ist alles gut. Und wenn sie Verluste macht, springt der Staat ein. Da ist ja null Risiko. Ja, ich sag's ja, Autobahn geht immer. Jeder macht das, was er am besten kann. Der Staat Verlust und wir gewinnen. Ja? Ich habe sogar schon Kontakt mit der ÖPP Deutschland AG. Ui, das klingt seriös. Ja. Keine Angst, ist es nicht. Ja? Nee, die ÖPP Deutschland AG, die wurde gegründet, um Deals zwischen Kommunen und Privatwirtschaft voranzubringen. Und zwar von Firmen, für die ÖPPs was bringen. Ja? McKinsey, Deutsche Bank, oh. Morgan Stanley und auch das Bundesfinanzministerium ist mitbeteiligt. Praktisch, das sind kurze Wege. Da überlegt man nicht lange, ob eine Privatisierung Sinn macht oder nicht. Ja? Und das Beste ist, das Bundesfinanzministerium hat die ÖPP Deutschland AG mit 10 Millionen Euro ausgestattet. Ach, dann zahlt ja der Staat quasi für die Lobbyisten der Industrie. Genau. So, und was ist jetzt Ihr Geschäftsmodell? Flaschenpfand. Ich mache Luft zu Geld. Willkommen bei Erfolg. Oh. Wie bitte? Ich privatisiere Luft. Das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Dann erklären Sie jetzt mal Ihr Geschäftsmodell. Ich habe 2013 die Luftrechte vom Schwarzwald erworben, vom örtlichen Tourismusverband. Die Kommune brauchte Geld, Schwimmbad war weg, aber Luft hatten sie noch. Und da habe ich zugegriffen, mit Erfolg. Und jetzt will ich deutschlandweit expandieren. Also für mich klingt das nach einer Luftnummer. Komm, probieren Sie doch erstmal. Hier, das ist Luft, Ökoluft, Bioluft aus dem Schwarzwald, unser Klassiker. Und hier unser neuestes Produkt. Sylter Brise mit einem Hauch von Fleur de Sel und Garnelen. Toll. Luft. Und sowas verkauft sich. Klar, unbegrenzte Nachfrage. Ja, wie sage ich immer, geatmet wird immer. Aber wie soll denn das gehen? Ich meine, Luft ist doch allgemein gut. Ja, Autobahnen auch. Die wurden bezahlt von Steuergeldern, wurden trotzdem privatisiert. Luft ist der nächste konsequente Schritt. Jeder Bürger, das ist meine Idee, darf nur noch über uns Luft beziehen. Ja, pro Kubikmeter 10 Cent. Okay, aber Entschuldigung, wie wollen Sie das kontrollieren? Ja? Wird demjenigen dann Mund und Nase zugehalten, oder was? Nee, wie bei der GEZ. Da gibt es dann unangekündigte Kontrollbesuche, um Schwarzatmer aufzuspüren. Ja, und wie zahlt man? Monatlich, ja, als Abo. Sportler zahlen natürlich doppelt, ne, damit denen beim Marathonlauf nicht die Luft ausgeht. All you can breathe, verstehen Sie? Und der Staat spielt bei sowas mit? Ja, na klar, wenn das Geld in die klammen kommunalen Kassen spült, machen die doch alles. Und was genau leistet Ihr Unternehmen? Danke, dass Sie das fragen. Gerne. Wir sorgen dafür, dass immer genug Luft da ist. Na bravo. Also ich bin raus. Also ich frage jetzt nochmal nach, wie kann Ihnen jemand Luftrechte verkaufen? Ja, Luft gehört doch uns allen. Bei Wasser, Energie und Verkehr hat es ja auch geklappt. Ja, und Autobahnen auch. Von Steuergeldern bezahlt, dann privatisiert. Und wer zahlt am Ende nochmal? Die Allgemeinheit. Autobahn geht gar nicht. Ich bin raus. Aber Luft ist ein riesiger Markt. Überlegen Sie es mal. 81 Millionen Kunden allein in Deutschland. Die gar keine andere Wahl haben, als zu kaufen. Ich steige ein. Yeah, Deal. Und jetzt Geschäft. Alle nochmal kräftig Luft holen. Bevor es richtig teuer wird. Großartig. Großartig. Ja, bei Privatisierungen gibt es eigentlich nur Gewinner. Alles wird günstiger, besser und geiler. Ja, außer natürlich für den Staat, die Steuerzahler, die Kunden und die Mitarbeiter. Vor allem die leiden unter dem Kostendruck. Und besonders im Krankenhaus ist das echt ein Scheißspiel. Ja, World of Pflegekraft. Ein neues Spiel, wir haben das mal für Sie testen lassen.
Ey Leute, ich bin's, euer Krank. Und ich check für euch jetzt ein geiles neues Spiel, heißt World of Pflegecraft. Ist ein cooles Action-Adventure. Ich hab's heute Morgen schon mal angespielt. Bin aber jedes Mal schon in der Notaufnahme gestorben. Ich starte das mal. So. Und los. Das ist unser Held. Boah, ist der fertig. Ist hier jemand? Dann rollen wir mal los. Ich habe Schmerzen. Hallo. Aua. Ich war als Erste da. Ich warte schon seit heute Morgen. Ich habe Rücken. Aber das ist hier eine Notaufnahme für Notfälle. Ja, so sieht's aus. Ich warte schon seit der Französischen Revolution. Boah, ist eine abgefahrene Scheiße. Gut, jetzt muss ich hier rein. Schnell. Hallo. Scheiße, Zombie-Angriff. Ich bin Schwester Margit. Ich habe 4 Doppelschichten hinter mir. Boah, schnell vorbei. Ich dachte, das wäre eine Patientin. Jetzt müssen wir hier durch den Flur. Die Atmosphäre von dem Spiel, die ist echt total erschreckend. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Ich kann da was machen. Schnell vorbei hier, die sind ja alle total durch. Wir müssen da hinten durch die Tür. Ja. Wie geil, Level 2. Was ist denn jetzt los? Ah, Pipi-Alarm. Da klingel ich mal, oder? Hallo? Schwester, hallo! Was denn schon wieder? Ich habe noch 40 andere Patienten, um die ich mich kümmern muss. Ich müsste mal auf Toilette. Sie waren doch vor 20 Minuten. Nee, das letzte Mal heute Morgen. Nein, hier steht, dass ich Sie vor 20 Minuten auf Toilette gebracht habe. Aber das stimmt doch gar nicht. Doch, ich konnte Sie nur noch nicht auf Toilette bringen, weil ich es ja dokumentieren musste. So gar nicht, sehr voll krank. Ah, aber ich habe eine Zusatzversicherung. Ich bin Privatpatient. Okay. Nächsten Mittwoch um 2. Aber ohne Stuhlgang. Was? Und bis dahin. Boah, was für eine kranke Scheiße. Level 3 jetzt. Oh, im OP. Oh, jetzt wird's richtig geil. Ich kann nichts machen. Die Steuerung funktioniert nicht. Beruhigen Sie sich, Herr Schulze. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Das ist nicht Schulze, das ist Stüsken, der Meniskus. Ich kann nichts machen. Ich hatte Blinddarm, war auch entzündet. Den haben wir prophylaktisch gleich mitgemacht. Aber nur Meniskus rechnet sich nicht. Ja, aber Sie haben die Galle entfernt, nicht den Blinddarm. Oh nee. Oh nee. Oh Scheiße. Was für ein krasses Game, oder? Da kann man nur froh sein, wenn man nicht echt ins Krankenhaus muss. Also das war hier World of... Ach, der kommt auf solche Ideen. Ich frag mich das auch. Weißt du, ich auch jedes Mal, oder? Das ist wirklich so krank. Das ist aber was ganz anderes. Sag mal, wirst du den Seehofer vermissen? Wieso vermissen? Der sondiert doch da in Berlin munter mit. Das sind letzte Zuckungen, wenn du mich fragst. Die haben den Alten nur noch mal in die frische Luft geschoben, demnächst werden die Maschinen abgestellt. Entschuldigung, aber ich meine, wenn so Seehofer tatsächlich gehen sollte, dann wird er endlich mal dem christlichen Leitbild gerecht, dem er ständig hinterherläuft. Es wäre eine Erlösung. Also mir wird... mir wird ein bisschen das Herz schwer, wenn ich an ihn denke. Na. Wenn ich daran denke, dass wir in Zukunft auf seine grenzenlose Menschlichkeit verzichten müssen. Menschlichkeit, die er immer verteidigt hat. Bis zur letzten Patrone. Ja. Ja, wie er stets selbstlos auf Andersdenkende zugegangen ist und ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ja, ja, da siehst du es doch, auf Augenhöhe, ohne zu belehren. Ja, ja. Madame Duckface. Ja, Duffy Merkel. Ja. Kann man sagen. Ja, und lass uns doch einfach, so aus Dankbarkeit, diesem letzten Politgiganten, den wir in Deutschland haben, lass uns doch eine Abschiedskarte schreiben. Das ist gut. Das ist schön, wenn man zu Lebzeiten die Kondolenzpost schon bekommt. Ja. Ich habe ein paar Karten da. Welche nehmen wir? Vielleicht hier den Klassiker, in stiller Trauer. Nein, das ist nicht gut. Es wird nirgendwo so viel gelogen wie auf Beerdigungen. Ne? Sind wir ehrlich, hast du herzlichen Glückwunsch? Ja, habe ich. Ja, super. Lass uns noch ein bisschen Panik in der CSU verbreiten. Lassen wir uns die hier nehmen. Niemals geht man so ganz. Ja, Sie lachen auch noch hier. Oder?
Komm, die nehme ich. Nimm eine neutrale, dann liest er sie wenigstens, ja. Also nicht so, pass die, auf. Wirklich eine andere. Eine neutrale, komm, dann liest das, schreib. Hier habe ich eine, da, okay. Ich. Soll mir wirklich einfach, ich bin noch nicht so richtig in der Stimmung. Was? Bin wirklich in der. Ey, wo ihr gerade da seid, spielt doch mal was. Ah, oh, toll, toll. Das ist eine ganz andere Stimmung, die aufkommt, wenn Männer blasen, finde ich. Ja, das stimmt. Das spielst du doch auch immer, das Lied in deinem Partykeller, ja, wenn die Stimmung am Toben ist. Komm, fang an, schreib. Alles klar. Sehr geehrter Herr Seehofer. Das ist schon mal sehr gut. Könnt ihr mal aufhören, das nervt wahnsinnig. So. Ich fand's schön. Ja. Sehr geehrter Herr Seehofer. Ja. Wer wird Sie nicht alles vermissen? Niemand. Ach, Christoph. Das kannst du nicht machen. Niemand war so prägend für dieses Land. Ja. Das ist super. Das, und jetzt lass uns noch was, lass uns machen, was machen für sein Ego. Das ist ja mal wichtig. Sie waren das Herz der Großen Koalition. Nein, wenn schon Anatomie, dann so. Wenn Frau Merkel der Kopf und Gabriel der Bauch war, dann waren Sie der Blinddarm. Na, ja. Nein! Also jetzt. Das kannst du doch nicht. Ja, natürlich. Das ist viel zu hart. Doch. Er hing halt irgendwie dran, aber wenn es drauf ankommt, konnte er große Probleme bereiten. Ja, okay, okay. Ja. Aber wir müssen doch noch was zu seiner selbstlosen Art schreiben. Ja. Weißt du? Warte mal, ich hab was. Während andere immer riefen, Bayern zuerst, dachten sie stets an sich. An sich. Ja, 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 aber wir brauchen noch was Nettes. Schreib, schreib. Okay. 38,8% für die CSU in Bayern. Danke, dass wir das noch erleben durften. Ja, ja. Das ist gut. Und noch kleiner Nachsatz. Obergrenze gefordert, Untergrenze bekommen, vergelt's Gott. Ja. Oder das ist gut, oder? Warte. Hast du noch was? Es ist Ihnen zu verdanken, dass die Gesellschaft heute auf drei festen Grundpfeilern steht. Einigkeit und Recht und Freiheit. Herdprämie, Maut, Obergrenze. Okay. Okay. Sie, lieber Horst, haben dafür gesorgt, dass Beständigkeit und Verlässlichkeit in der Politik super völlig aus der Mode gekommen sind. Ja, aber darauf konnte man sich immer verlassen. Okay, und jetzt noch was Persönliches, ja? Zum Schluss. Endlich werden Sie mehr Zeit für Ihre Familie haben. Familien, Plural. Das ist wichtig. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja. So, jetzt noch alles Liebe und unterschreiben. Welche Karte hast du denn eigentlich genommen? Ach du, die hier mit dem Söder drauf. Da wird er sich aber bestimmt freuen. Ja, da freut er sich. Das war Mann Sieber. Ist schon wieder vorbei. Ja. Wir sehen uns in 5 Wochen wieder. Bis dahin. Bis dahin sind wir nur noch geschäftsführend im Amt. Aber das mit Sicherheit. Gute Nacht.